In der Polizeiinspektion Brunnengasse ist Kontrollinspektorin Karin mit der Befragung eines jungen Mannes beschäftigt. Dieser will sich bei der Polizei stellen. Der junge Mann ist gerade zu uns reingekommen und hat gesagt, er hat sich auf ein Lichtbild wiedererkannt in der Zeitung, beziehungsweise in einer Internetzeitschrift. Wir haben jetzt nachgeschaut auf der Seite, die er uns gesagt hat, und wir haben wirklich das Foto gefunden. Und es steht auch Telefonnummer der aktenführenden Dienststelle. Jetzt nehmen wir mit der Kontakt auf und dann schauen wir, ob wir ihn gleich rüberbringen zur Vernehmung oder ob er bestellt wird für einen Termin oder mit dem Staatsanwalt wird dann Rücksprache gehalten und der wird dann entscheiden. Mit meiner Freundin haben wir einen 22-jährigen Opfer, haben wir ihn angeblich ausgeraubt mit Messer und bedroht und so weiter. Aber das erstens, das stimmt nicht, dass wir mit Messer bedroht haben. Und zweitens, wir alle waren schon bumzuhr und so weiter. Und sie haben mir selber gesagt, wir brauchen Hilfe, dass wir kämpfen und so weiter. Okay, da habe ich denen gesagt, okay, ich kämpfe jetzt mit und dann ich lasse von dieser Sache weg. Und da habe ich mit denen gekämpft und so weiter, sie haben die ausgeraubt. Da habe ich ihn weggelassen, dass er läuft. Und da sind sie zur Bank gegangen, haben Geld abgezogen. Und dann wollten sie mir Geld geben. Sie haben gesagt, hier hast du Geld für dich und so weiter. Wir haben insgesamt 350 Euro rausgenommen vom Bankomat. Das Opfer kennt ihn, oder wie? Vom Sehen? Von früher schon? Das Opfer, also, dem das Geld gestohlen worden ist. Ja. Kennt sie vom Sehen, von der Thaliastraße, oder wie? Nein, ich hab ihn, das war nach dem Club, ja. Wie wir das gemacht haben und so weiter. Nach zwei Wochen später sehe ich ihn im Bus. Ja. Ach so, nachher haben sie ihn gesehen. Ja, ich habe ihn dann gesehen. Ja. Ich habe ihn dann erkannt. Ja. Und dann bin ich zu ihm gegangen, habe mit ihm geredet und so weiter, was das war und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, tut mir leid wegen dieses ganzen Scheiß und so weiter. Und meine Freunde wollten. Waren die auch dabei, die Freunde, oder wie? Nein, ich war dann alleine. Ich musste meinen Bruder abholen gehen und zur Schule. Und was hat er gesagt dann dazu? Na, er hat sich ein bisschen aufgeregt, wollen wir so nichts gemacht haben. Glaubt, sie täten sich auch aufregen, wenn ihnen 350 Euro gestohlen wären, oder? Und was ist jetzt vom Bankomat abgehoben worden? Wer hat jetzt abgehoben? Bankomat? Ja, nein, der Täter von seinem Bankomat. Das Opfer. Ja, okay. Der Täter sind Sie. Ach so, Opfer. Der Vorfall liegt bereits mehrere Monate zurück. Der junge Mann hofft, durch sein Geständnis eine Strafminderung zu erzielen. Aber es ist das erste Mal, was mir so. Na ja, sowas macht man gar nicht. Also, da fangen wir schon mal aus. Also, so ein Blödsinn macht man gar nicht. Ne? Eine Freundin habe ich auch selber gesagt, der Junge ist nett, schon, er bezahlt für uns Essen, Trinken und so weiter. Und du wirst ihm noch was machen, also, du wirst ihm noch sein Geld, ganzes Geld wegstehen und so. Er kommt von Deutschland und studiert hier. Aber für Sie spricht natürlich, dass Sie jetzt da zumindest einmal freiwillig in die Polizeiinspektion kommen sind. Ein bisschen spät halt, nicht? Spät? Ja, dann wären Sie am nächsten Tag gekommen oder am gleichen Tag und hätten gesagt, nein, ich bin da nicht einverstanden, was meine Freunde gemacht haben. Naja, was Sie wissen ja, was Sie gemacht haben. Ja. Ja, also, ich meine, da muss man erst ein Foto reingeben. Dann kriegen sie Angst plötzlich, nur weil das Foto da ist. Also, ich meine, da denkt sich dann der Staatsanwalt auch nicht. Nein, nur wegen einem Foto ist er jetzt gekommen. War nie ein Foto gewesen, wären sie nie gekommen. Nicht? Ist es so? Wir werden dann sehen, eben, was die Staatsanwaltschaft dazu sagt, zu dem ganzen Sachverhalt. Weil es muss, der Herr muss vernommen werden zu dem Thema. Und vielleicht finden wir ja dann auch noch die anderen. Zwei waren es noch, ne? Oder wie viele Freunde waren es? Vier, fünf, sieben? Noch zwei. Ja. Und dann wird man sehen, was da rauskommt und ob dann die Staatsanwaltin gleich sehen möchte, sprich, dann wird er in Untersuchungshaft genommen oder nicht. Dann geht er jetzt wieder nach Hause. Der Jugendliche bekommt einen Termin zur Einvernahme. Die Inspektion Wagramer Straße ist eine von insgesamt sieben Polizeidienststellen im 22. Wiener Bezirk Donaustadt. Kurze Einsatzbesprechung. Kommen wir gleich zur Teameinteilung. Der Patrick fährt mit mir, ist Victor 570. Dann haben wir die Melanie, Dominik und Rainer. Ihr seid auch mit einem Bus unterwegs. Dann haben wir das Team Victor 573. Das ist der Markus, Sabine, Raffaela. Der 47-jährige Bezirksinspektor Joachim ist bereits seit über 25 Jahren bei der Polizei. Jeder Tag bringt etwas Neues.
mitunter nicht immer schöne Sachen oder Sachen, wo man wirklich auch auf seine Eigensicherung Bedacht nehmen muss. Also ich bin ja nicht nur für die Eigensicherung von mir selber verantwortlich, sondern achte auch immer danach, dass meine Mitarbeiterin bei mir in der Gruppe immer wieder da nachdenken drüber. Und das tun sie aber auch, also das funktioniert auch wirklich sehr gut. Ja, zeitaufwendig ist er, das ist klar. Also dieser unregelmäßige Dienst, das ist ein Tagdienst, ein Nachtdienst, das ist nicht immer familienfreundlich. Also ich bin ja auch schon geschieden, ich kenne das Thema. Also da muss man schon eine sehr verständnisvolle Frau auch haben, die das auch mitmacht. Aber ich würde trotzdem denselben Beruf wieder wählen. Ich glaube, mich hat die Polizei dahingehend verändert, dass ich schneller Grenzen setzen kann. Dass ich von dieser gutmütigen Art eher in eine leichte, sachliche Art und Weise abrutsche. Und jetzt finde ich die Grenze zwischen extremer Gleichgültigkeit und extremer Gutmütigkeit. Für mich fühlt sich das einfach so an, dass ich ein bisschen die Mitte finde. Zu den Pflichten der Polizisten gehört auch die regelmäßige Wartung ihrer Dienstwaffe. Ich hoffe nie, dass ich in die Situation komme. Aber in der Schule hat man halt oft Situationen durchbesprochen oder hat Kollegen in der Schule gehabt, die erzählt haben, dass sie mal einen Schusswaffengebrauch hatten gegen einen Menschen. Der ist zwar nicht tödlich ausgegangen, aber man hat den Kollegen beim Erzählen derart angesehen, dass sie es mitgenommen hat. Die haben gesagt, die haben psychologische Betreuung in Anspruch genommen von uns. Und ich glaube, das hilft gewaltig. Wir trainieren es heute in gewissen Szenarientrainings, heißt das auch. Das ist wichtig, also durch dieses Einsatztraining, das alle Polizisten ja leisten müssen, versucht man halt dementsprechend die Beamten darauf vorzubereiten, auf so eine Situation. Das ist natürlich schwierig. Diese tatsächliche Situation kann man ja nicht trainieren. Aber man kann durch die Handhabung von den diversen Gerätschaften, die man da zur Verfügung gestellt bekommt, oder durch Szenarien, die halt gewissen heiklen Situationen, die jederzeit vorkommen können, draußen im Außendienst, ein bisschen die Kollegen auch vorzubereiten. Joachim und Patrick werden von Kollegen um Unterstützung bei der Visitierung eines Straftäters gebeten. Das heißt, wir holen ihn, es hilft uns visitieren und er wird dann in der Zelle verfolgt. Okay? Mhm. Wir helfen den Kollegen jetzt da beim Visitieren. Also es kommt jetzt eine Festnahme vom LK Burgenland. Und der wird zwischenzeitlich bei uns jetzt einmal inhaftiert, bevor es dann weitergeht mit ihm. Und mal schauen. Auf alle Fälle mal ordentlich untersuchen. Wichtig, wenn er bei uns im Arrest bleibt, dass er keine gefährlichen Gegenstände bei sich hat und dementsprechend einmal anschauen. Es gibt mehrere Täter. Der wird da einmal zwischengelagert bei uns. Mhm. Dann holen sie den nächsten Täter und dann fahren sie mit alle ab ins Burgenland, wo sie die Amtsamen dann wiederfinden. Okay, passt. Man muss jetzt schauen, das ist so ein Suchtgiftmilieu, kann organisierte Kriminalität sein und da muss man mit allem rechnen. In der Polizeiinspektion Wagramer Straße gibt es einen eigenen Haftbereich. Dort werden Straftäter inhaftiert, bis feststeht, wohin sie überliefert werden. Grüße von an. Danke. Schatz. Haben Sie irgendwas eingesteckt, was Sie nicht haben dürfen? Nein, habe ich nichts mehr. Sie werden von uns durchsucht, visitiert. Mhm. Sie verhalten sich ruhig bei der Durchsuchung. Ja. Yep. Es wird Ihnen nichts geschehen. Okay. Sie wurden über Ihre Rechte belehrt, warum Sie festgenommen wurden? Ja, wurde ich. Sind Sie verletzt worden? Nein. Benötigen Sie Tabletten, einen Arzt oder sonst etwas? Nein. Haben Sie ansteckende Krankheiten? Nein. Nein. Gut, Sie bleiben hier bitte stehen. Mhm. Hände nach oben. Füße einen Schritt zurück. Irgendwas Gefährliches im Kragen? Nein. Sicher? Ja. Passt. Ja. Seitenpasst. Drin. Wir gehen da langsam rein. Sie bleiben hier, bis die Kriminalpolizei kommt. Sie haben Decken hier. Wenn Sie was benötigen, können Sie Leuten Toilette trinken oder essen. Okay. Und Glocke ist wo? Ah ja. Die Glocke ist innen drin. Okay. Geht schon.
In Otterkring sind Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian auf nächtlicher Streife durch den Bezirk unterwegs. Das Schlüsselstandl geht auch gut, gell? Das steht auch immer mehr. Das steht immer mehr, ja, das stimmt. Das schaut auch, muss ich sagen, sehr gut aus. Ja, das schaut sauber aus, ja. Sehr sauber. Dazu muss ich sagen, ich habe Erdbeeren. Ja, dann. Eine Banane hätte ich. Ein Dschungel. Ja. Und eine Karotte. Ich meine, ich esse wohl, aber jetzt nicht so. Ja, ja. Also Karottensalat, ja, oder was auch immer jetzt. Ich esse so viel Karotten, dass ich wirklich. Also und trotzdem hast du Brühen. Ja, aber ich hab's nicht. Ich hab's mit, damit ich so gescheit ausschau. Ach so, dafür ja, Frau Professor. Ja, natürlich. Ne, man muss halt auch zuschauen. Ja, also brauchen tue ich nicht wirklich. Also manchmal, ich weiß nicht, das ist Tagesverfassung, ich das schafft. Ja, siehst du auch manchmal besser, manchmal schlecht. Nein. Okay, hast du Glück gehabt. Ja. Also ich kenne jetzt, ich sehe halt nichts, wenn ich jetzt durchschaue in der Ferne. Mhm. Ja, die Dame soll sich am Räumerplatz im 10. Bezirk aufhalten. Allerdings muss man sagen, also wenn du jetzt den Zettel hernimmst, schau auf den Zettel und schau durch. Also, meine, ist jetzt der Verkehr, also der ist nicht stark. Sie hat nur Angst, das hat sie auch gesagt. Stimmt, ich merke nicht einen Unterschied. Nein, also bitte, bist du arg? Bist du nicht Schausauger? Das ist immer kein Unterschied. Ich bin nicht fröhlich. Ich bin der kleine Adlerauge, ist ich wie. Also es ist bei mir nur, wenn das zum Beispiel eine helle Schrift ist auf einem weißen Untergrund. Also weiße Schrift auf weißem Untergrund. Ja, wenn man schon wieder kann ich mit der Brille dann alles lesen. Weißt du, wenn das irgend so was Hellgrünes oder sowas ist und ganz klar geschrieben, ich kann es schon lesen, ja, aber ich muss dann schon so weit weghalten und wenn ich die Brille aufsetze, bist du deppert, nein, pff, herrlich. Bei den Beamten geht eine Beschwerde wegen Lärms in einem Wohnhaus ein. Wir sind jetzt gerufen worden zu einer Lärmerregung aus einer Wohnung. Da sind wir richtig. Wir schauen jetzt einmal nach, ob es wirklich laut ist. Und wenn das so ist, müssen wir den Lärm einstellen. Und je nachdem gibt es auch ein Organmandat oder eine Anzeige oder Abmahnung. In einer Wohnung findet eine Geburtstagsparty statt. Der Nachbar oberhalb hat sich wegen zu lauter Musik beschwert. Hallo, grüß Gott. Das Geburtstagskind würden wir brauchen. Ja. Das sind Sie das? Nein, die Cousine. Sie sollen das herkommen, bitte. Ja, okay. Ja, super. Dürfen wir reinkommen? Es ist zu laut, nämlich bei Ihnen, wissen Sie? Ja. Grüße, das ist an das Geburtstagskind. Ja. Nein? Ja, alles das Gute. Nicht. Geburtstagsding ist. Alles Gute. Gut. Wer wohnt denn hier? Ich und meine Mutter. Die Mutter und Sie sind die Mama. Ja, genau. Es ist zu laut bei Ihnen. Ja. Ja. Darf ich nur einen Ausweis von Ihnen haben? Bitte? Ich habe schon was gefunden. Ich habe sie gelesen, ja. Aber es ist trotzdem zu laut. Nicht? Man hört es bis runter. Nicht? Bitte jetzt leise sein. Ja. Ansonsten, wenn wir noch einmal kommen müssen, dann kostet es was. Ja. Also, alles Gute, gell? Ja. Alles okay. Danke, danke. Wiederschauen. Es ist natürlich verständlich, dass jemand einen Geburtstag feiern will und dass da manchmal vielleicht ein bisschen lauter wird, weil mehr Leute zusammenkommen. Aber es wollen halt die anderen Leute im Haus auch Ruhe haben. Nicht? Und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die vorher jeden persönlich einen Kontakt aufgenommen hätten, dann waren die vielleicht, oder den einen oder anderen mit eingeladen hätten, dann hätten die vielleicht bei uns nicht angerufen. Bei der Weiterfahrt bemerken Karin und Christian eine Frau, die bei roter Ampel über einen Zebrastreifen geht. Was ist mit der? Geht da mitten um bei der Ort? Die beiden Polizisten stellen die Frau zur Rede. Entschuldigung, kommen Sie kurz her, bitte. Grüße. Sie kurz? Nein, nein, die nein, Dame nein, nur. Die Dame braucht. Die Dame nur. Die Dame. Ja, mach ja, aber gehen Sie ein Stück auf Zeit, wir müssen. Das mit dem roten Licht ist das, was man normal stehen bleibt bei der Ampel. Ich weiß, gell? Ich bitte nicht, wartet. Verzeihung, es ist jetzt so viel. Gehen Sie einmal auf die Seite. Das macht ja nichts, ich rede mit der Dame. Entschuldigung, ich habe dort den Autos, Entschuldigung. Ja, da bleibt man stehen normal, gell? Weil es nutzt Ihnen, ich rede mit der Dame jetzt, bitte. Nein, das kommt nicht mehr vor. Ja, weil es zahlt sich ja nicht aus, wenn Sie dann unter dem Auto liegen und im Krankenhaus sind. Also ein bisschen schauen, gell? Und wenn man so angesoffen ist, dann sind Sie mir an allen schuld, gell? Ja, passt. Was haben Sie mit? Naja, es hat ja mit dem Licht nichts, aber aufpassen, gell? Kurz nach der Ermahnung der Fußgängerin beobachten Karin und Christian bereits den nächsten Verstoß gegen das Gesetz. Ein Taxilenker fährt bei Gelb in die Kreuzung.
Die Polizisten deuten ihm, an den Rand zu fahren. Ja? Geht schon, fahren Sie rechts ran. Ganz rechts ran, bitte. Schließlich folgt der Taxilenker der Aufforderung der Polizisten. Der Mann wird über sein Fahrverhalten zur Rede gestellt. Sie sind bei dunkelgelb gefahren vorher. Das war grün. Nein. Grün-gelb war es. Nein, nein. Es kann nicht grün-gelb sein, weil beim Umschalten von grün, es blinkt viermal, dann schaltet es auf gelb um. Es kann nicht grün-gelb zusammen, geht nicht. Der Herr ist bei, nehmen wir es mal dunkelgelb, nur über die Kreuzung gefahren. Und deswegen haben wir es einmal aufgehalten und werden wir mal schauen, wie er sich rechtfertigt. Kurz und bündig 30 Euro, macht es aus, wenn Sie das Geld zahlen wollen. Das geht nicht in dieser Ampelphase. Es scheint nicht miteinander grün und gelb. Sie müssen ja so fahren, damit Sie auch hinsehen auf die Ampel und dann entsprechend behandeln. Wenn Sie nicht hinschauen, ist noch ärger, nicht? Zahlen Sie es doch? Ja, okay. Das ist eine Ausrede, dass er gefahren ist und dann hat er jetzt mir die Ampel erklärt, wie die funktioniert. Und da habe ich feststellen müssen, dass er sich eigentlich gar nicht so gut auskennt, wann die Ampel welches Licht zeigt. Grün, Gelb und Rot zusammen. Und das stimmt nicht, das gibt es bei keiner Ampel, dass die alle drei Formen zugleich zeigt. Bezirksinspektor Joachim und Inspektor Patrick sind erst seit wenigen Monaten als Team im Einsatz. Patrick hat Jus studiert und vor einem Jahr die Polizeischule abgeschlossen. Und hast du schon mal was Schlimmes erlebt im Dienst? So ein richtiges Erlebnis, was du gesagt hast, das ist mir unter die Haut gegangen? Ja, da waren wir bei einer Kindesabnahme. Und jetzt, wo ich eben frisch Vater geworden bin, und das siehst du, wie so eine Mutter die beiden Kinder hergeben muss. Die Kinder waren so 5 und 3. Da haben dann zum Kollegen schon gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss raus. Da dürfte es mich so übermannt haben in dem Moment. Da hast angefangen hat das, die hat gesagt zu ihrem Kind, ja, Gucki, wir sehen uns bald. Und Gucki ist eben kurz ein kleiner Spitzname für uns gewesen, jetzt vor ein paar Wochen. Und sobald die da gesagt hat, das Gucki, habe ich gesagt, okay, ich muss raus, ich muss vor die Tür, sonst fange ich dann zum Rennen. Und die ist halt dann, richtig niedergebrochen. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen jetzt. Was einen selber mitnehmen, ne? Und die Beschäftigten, die erlängern. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn einer zu mir kommt und sagt, der nimmt mir mein Kind weg. Ich glaube, da werde ich zur Fuhre. Plötzlich werden die beiden Polizisten vom Rettungsdienst zur Unterstützung angefordert. Eine Person wurde schwer verletzt und muss so schnell wie möglich mit dem Hubschrauber ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Das sieht da aus. Grüß euch, wo soll man sich denn hinstellen? Wo kommt denn der runter? Wir schätzen da auf den Pflege wieder. Das schafft er? Ja. Weil dann stellen wir Anfang von dort hin, dann machen wir da zu und der zweite kommt noch von unten, dann stellen wir dort unten hin, ja? Die Polizei muss bei der Landung des Hubschraubers assistieren, denn beim Abtransport zählt jede Sekunde. Patrick, einer soll sich runterstellen mit dem Funkfang und der zweite dort. Nein, einer soll da rumgehen. Was? Oder machst du unten die Seiten? Ich gehe auf die Seite runter. Okay, weil dann passe ich da auf. Ja? Weißt du den Hubschrauber ein? Ja. Wir sperren jetzt einmal ab, weil der Hubschrauber wahrscheinlich da landen wird. Intervention für den Rettungsdienst. Und das aus Krems jetzt angefordert wird in Kürze eintreffen. Wir schauen jetzt einmal, dass wir dann dementsprechend den Bereich einmal freihalten und absperren. Wir haben in der Schule gelernt den Umgang mit Helikoptern. Es gibt auch ein Schulungsvideo dazu. Normalerweise ist es so, dass wir uns mit dem, der Wind soll aus dem Rücken kommen, damit der Pilot circa Orientierung hat, der Referenz. Der landet gegen einen Wind. Und so wie wir stehen oder so wie der Rettungsdienst steht, so in etwa richtet er sich ein. Aber es ist schon ein ordentlicher Wind, der da auf uns zukommt. Deswegen lassen wir in dem Fall auch die Kappe weg, weil sonst ist dann wahrscheinlich in der Donauinsel drinnen. Aber schauen wir mal. Die Beamten konnten mittlerweile herausfinden, dass ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle verletzt wurde. Der Transport per Hubschrauber ist aufgrund der Verletzungen sicherer als jener mit dem Krankenwagen. Grüß dich. Grüß dich. Wie war das mit der Einweisung? Wie hast du das empfunden, wenn wir jetzt eine Dienstanweisung gekriegt haben?
Was steht da drin? Naja, dass wir den Wind im Rücken und dann eben dieses Zeichen geben. Passt gut. Dass das hier passt. Ich habe mehr einen Wind so entlang gehabt, deshalb habe ich mir so hergestellt und nicht nur mit Rad nach oben passt. Ah, okay. Nein, das habe ich nicht gewusst, weil wir doch das ist das Wichtigste, ne, wenn wir es da probiert haben, dass wir das richtig üben gleich können. Nein, aber gut, passt auf jeden Fall. Da hat es aber eh nie, das hat eh selber super bei. Oben dürfte es aber ein bisschen anders gewesen sein von den Windverhältnissen. Deswegen hat er sich halt entschieden, dass er so seitlich landet. Ne? Aber das entscheidet dann der Pilot. Aber er war zufrieden mit dem und es ist wichtig, dass wir da sind. Und sind so nett und warten Sie bitte hinten. Ja. Ist gleich vorbei. Ja, Sie hätten gerne den besten Platz in der ersten Reihe. Ne? Aber da muss, wichtig ist einmal die Sicherheit für die Einsatzkräfte. Und das für einen Hubschrauber, der da seine Arbeit verrichtet. Aber wichtig ist, dass man halt immer das Umfeld im Auge behält und schaut eben, dass man die Schaulustigen dann wieder zurückdrängt. Ne? Also unten habe ich jetzt schon zwei, drei Passanten gehabt, die das natürlich nicht verstanden haben, warum sie jetzt nicht durchfahren können, weil der Hubschrauber steht ja. Dass da eigentlich gearbeitet wird, hat man dann, das Verständnis ist offensichtlich manchmal nicht gegeben. Also Hubschrauber-Einsatz ist ja an und für sich schon was, wo ich sage, das mache ich nicht wegen einer kleinen Verletzung. Da geht es ja oft um Leben und Tod. Und da ist es wichtig, dass man schnell reagiert und dementsprechend auch den Einsatz wieder sicher und rasch über die Bühne bringt. Durch den Abwind des Rotors besteht bei der Annäherung an einen Hubschrauber Lebensgefahr. Die Landestelle wird deshalb erst nach dem Abflug wieder für Passanten freigegeben. Ja, Funkstelle, der Hubschrauber ist abgehoben, der Patient ist Richtung Meidling geflogen. Weiter, das klären wir noch mit dem RD ab. In dem Fall war es jetzt so, dass die Rettung den Hubschrauber angefordert hat. Ja? Das kommt immer auf den Verletzungsgrad an. Da redet man zumindest mit einem Arzt, mit einem Notarzt. Der, wie gesagt, da sitzt der Experte, der wird wahrscheinlich dann sagen, okay, die Verletzung ist dementsprechend schwer, der Transport mit einem Rettungswagen ist nicht möglich oder eher schlecht für den Patienten. Der hat gehabt Prellung, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Oberschenkel links. Zumindest haben Sie mal Prellungen festgestellt in der Erstdiagnose? Er hat das Gleichgewicht verloren, ist heruntergefallen, hat dann Verletzungen gehabt an der Wirbelsäule. Deswegen ist er vom Krankentransport auf die Donauinsel transportiert worden und von dort dann an und für sich mit dem Hubschrauber abgeholt worden. Also das wird dann noch herausfinden können, dass es ihm an und für sich recht gut geht. Er hat jetzt zwar Prellungen gehabt, aber nichts Ernstes. Gleich. Anrainer verständigen die Polizei, weil sie einen Einbrecher in einer Wohnung vermuten. In einer Wohnung leuchtet eine Taschenlampe. Anrainer vis-à-vis hat das beobachtet und macht sich halt da Sorgen. Er hat gesagt, das sind neu eingezogen oder beziehungsweise auf Urlaub. Ja, klopfen wir an. Der 22. Bezirk Donaustadt hat mehr als 168.000 Einwohner und ist das Revier von den Beamten Joachim und Patrick. Der steigt aus seinem SUV, grinst um und um. Und du kannst vor dem Fernsehen nur sitzen und denken, das ist so ein sympathischer Kerl. Das ist gegenüber 22 sind ein anderer gegenüberliegende zweite Stock eine Taschenlampe in einer Wohnung. Wow, nehmen wir lustig. Da umdrehen oder was? Ja. Der Funkstelle Victor 8 geht mir von Auto. Ja, Victor 8 auch. Ja, da haben wir es eh schon. Und der Victor 8 schließt sich an. Bezirksinspektor Joachim und Inspektor Patrick befinden sich in unmittelbarer Nähe zur genannten Adresse. Nachbarn vom Wohnhaus gegenüber haben die Polizei verständigt, nachdem sie ein verdächtiges Licht in einer Wohnung bemerkt haben. Bei der Taschenlampe, da darf was suchen. Einmal geht's auf, einmal runter, schon eine halbe, dreiviertel Stunde. Die sind nämlich nicht da, die sind auf Urlaub, was ich weiß. Die sind zu weit, weil das Fenster ist schon eine Woche zu. Ja, wir sind das erst zu um zwei Wochen. Grüß Gott. Wissen Sie, wer da über Ihnen wohnt? Sind die neu eingezogen? Na? Nix da. Okay, dann schauen wir mal auf. Sollte nicht einer vorn bleiben? Gut, springen würde ich eh nicht, sonst wird nicht stoppen.
In einer Wohnung leuchtet eine Taschenlampe an. Rainer vis-à-vis hat das beobachtet und macht sich halt da Sorgen. Er hat gesagt, das sind neu eingezogen oder beziehungsweise auf Urlaub. Die Leute. Was wird befürchtet? Vermutlich ein Einbruch oder so, aber das wissen wir nicht. Also. Dann macht er mal wieder aus. Allein, grüß Gott. Haben Sie vielleicht einen Balkon Richtung Straßenseite? Nein. Nein? Ich habe die Fenster auch noch da. Nein, wir haben keinen Balkon, aber ich glaube, sie hat. Sie hat einen Balkon straßenseitig. Okay, nur eine Tür. Ja, genau. Okay, und die andere Tür geht in den Garten. Ja, genau. Okay, danke. Aber das ist nicht die Wohnung. Wir wissen nicht, was ist. Wir sehen da drinnen ein Licht, aber das kann eine Zeitschaltuhr oder eine Taschenlampe sein. Es ist nichts kaputt, es ist nichts aufgebrochen, aber jemand sieht ein Licht aus einem Fenster drüben. Jetzt schauen wir halt, was passiert ist. Bleiben Sie mal drinnen. Diese Tür, oder? Wer wohnt denn da? Da wohnt eine Frau, ich glaube. Haben Sie ein Telefon, oder? Nein. Nicht. Ja, klopfen wir an. Abend. Grüß Sie. Stören wir Sie gerade? Ein Nachbar drüben hat nämlich eine Taschenlampe gesehen oder ein Licht neben ihrem Balkon. Jetzt hätte er sich Sorgen gemacht, dass da vielleicht wer eingebrochen ist. Nein. Dürfen wir kurz bei Ihrem Balkon rausschauen? Nur damit der Kollege unten ein Bild hat und wir ein Bild haben, wo wir uns gerade befinden. Beim Abgleich mit den Kollegen vor dem Haus bemerken die Beamten, dass es sich doch um die andere Wohnung handeln muss. Es ist doch das andere. Ja, es ist nur ein Fenster. Entschuldigung, dass wir noch einmal stören. Hat Ihr Kind vielleicht mit der Taschenlampe gespielt? Weil das Fenster, glaube ich, gehört zu Ihnen, oder? Ja, genau, Fenster gehört zu mir. Und ist das Kinderzimmer? Weil dann hat das Kind vielleicht mit der Taschenlampe gespielt. Bitte, ja. Danke. Na, schauen wir mal. Unter der Bettdecken oder sowas. Ja, die haben schon gespielt. Okay, dann können wir den Nachbarn sagen. Haben noch Spielzeug? Nein, es ist schon okay. Dann können wir den Nachbarn sagen, dass alles passt. Dann schönen Abend noch. Wiederschön. Ja, wir haben jetzt heute um 21.30 Uhr einen Einsatz bekommen, dass da ein Nachbar offensichtlich eine Taschenlampe im Schlafzimmer oder wo auch immer gesehen hat. Jetzt haben wir mal die halbe Bevölkerung da narrisch gemacht, weil wir wissen wollten, wo straßenseitig überhaupt dieses Fenster liegt. Es war eine Nachbarin gerade bei den Kindern im Kinderzimmer drin und das dürfte so ein kleines Plüschtier gewesen sein mit zwei so leuchtenden Augen. Und jetzt kann mein Nachbarn sagen, dass alles gut ist, ich hole meinen Kollegen vorne ab und dann gehen wir wieder.